Willkommen! Sie haben Post. Hier in Port Prisma bei Let's Play Paper Mario Color Splash. Na. No. Müssen wir sowieso jetzt mal hin, weil unsere Items werden immer knapper und immer knapper und ich gönne mir jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Ich projiziere den ein bisschen voraus. Eigentlich mache ich das immer auch bei Pokémon. Damit ich unter der Woche ein bisschen Zeit für mich habe. Oder dass ich auch ein bisschen ausschlafen kann. Genau. Wo wollte ich denn hin? Ach genau, zum Itemladen. Da wollte ich erstmal zuerst hin. Pilze haben wir eigentlich genug. Nehmen wir die. Kann ruhig reichlich sein. Wir haben ja die Kohle hier. So. So. Für mehr Karten ist kein Platz. Ja, ist egal. Ach, warte mal. Jetzt sehe ich das erst. Schaut mal. Hoppala. Wollt ihr die vielleicht auch bezahlen? Warte mal, was geht hier vor sich? Wo sind sie hin? Vielleicht ist eine Bande unhöflicher Kunden mit Strohhalmen hineinspaziert und dann war alles weg. Tja, Ende gut, alles gut. Ich schaffe besser ein paar Kunden haben. Das Geschäft muss schließlich laufen. So, haben wir jetzt alles 100%? Wollen wir mal schauen? Schauen wir. Einfach mal. Ne, 97. Also, ein paar Sachen fehlen noch. Wo könnten die bloß sein? Nee. Ist an darin. Ist an mir vorbeigehuscht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht muss man hier? Nicht, ne? Nee. Das hätte ja auch sein können. Geh vorsichtshalber trotzdem mal nach oben zu Peach. Und schau mich mal kurz hier rein. Nee, hier ist nichts. Nee. Warte mal. Okay. Okay. Wookidoki. So. Wir müssen die Fässer weg. Irgendwas Auffälliges muss ich übersehen. Vielleicht könnt ihr gerne Kommentare schreiben oder so. Falls ich im Ende dieses Parts, bis Ende des Parts jetzt das nicht gefunden habe. Aber, ja. Ist jetzt auch nicht das Sinn und Zweck der Sache jetzt hier. Ach Quatsch, wir müssen ja sowieso zur Post, oder? Aber wir können ja mal gucken. Da sagt uns immer, was wir brauchen, ne? Okay, wir müssen was
entfernen an Karten. Aber ein bisschen zu viel Kaufrausch, würde ich sagen. Ja, ist ja nicht schlimm. Würde ich sagen. Ja, nehmen wir einen weg. Wenn nicht sogar zwei. Von den Blumen eins. So. Gut. Ventilator Zitrone ausverkauft. Okay. Ach so, nee, der andere Typ sagt doch immer, was wir jetzt als nächstes bräuchten, oder? Suche nach einem malerischen See, nach einem Dings, das sich dreht und viel Wind macht. Okay. Na, dann ist doch alles gut. Da haben wir sogar eine Abkürzung gefunden. Wenn man ein bisschen die Story skippen kann. Zwar nur ein bisschen, aber immerhin. Ach, jetzt hab ich ernsthaft die Post vergessen. Mann! Ist halt in der Nacht, ne? Wie spät haben wir denn jetzt? Moment. Ach, knapp um zwei. Tja. Was man nicht alles tut, ne? Naja. Und das ist alles an einem Release-Tag, also, ne? Also an dem Tag, wo Part 1 und 2 jetzt rausgekommen ist. So, Post. So. Du kommst gerade recht, du hast Post. Lieber werter Mare, vielen Dank, dass du so freundlich warst, mir die vortreffliche Kartenkollektion zu zeigen. Da du der stolze Besitzer einer solch vorzüglichen Sammlung bist, dachte ich, dass du mir vielleicht etwas behilflich sein könntest. Kampfkammer gelbe Viertel. Okay, was hat er denn? Was ist denn da? Hier. Aber wie vortrefflich, dass du so freundlich warst, meinem Ersuchen zu folgen. Mir nach. Hier entlang, bitte. Was ist denn eine Geheimtür? Und warum gibt es hier so viel Technologie in einem schäbigen kleinen Lagerraum? Das ist schon seltsam, Mario. Aber vielleicht auf eine gute Weise. Sehen wir uns das einmal an. Es ist irgendein komischer Kerl aufgetaucht und der geht nicht mehr aus dem Weg. Wie unheimlich. Okay. Ich habe Jahre meines Lebens damit verbracht, einen Ort zu schaffen, an dem die Geschichte unserer Insel für die Nachwelt bewahrt wird. Willkommen, meine Freunde. Willkommen in einer Oase von Kunst und Kultur, dem Prisma Museum. Ah. Ein unterirdisches Museum? Das ist bestimmt einer dieser Künstlertreffs, von denen niemand etwas weiß. Oh nein, ganz im Gegenteil, mein Freund. Mein Ziel ist, unsere Kollektion so vielen Interessierten wie möglich zugänglich zu machen. Selbst der einfache Tod von der Straße soll sich daran erfreuen können. Dabei bleibt nur ein kleines Problem. Im Museum gibt es einfach noch nichts, das ich präsentieren könnte. Da ich deine Kampfkartensammlung gesehen habe, Mario,
Mir ist ja schön, wenn du uns mit Spenden unterstützen würdest. Ah, das wäre eine Spende für eine gute Sache. Außerdem ist Port Prisma meine Heimatstadt. Es wäre sicher schön, das Museum später zu besuchen und in anderen zu schwelgen. Ausgezeichnet, ich wusste, dass ich auch auf jemanden mit deinem erlesenen Geschmack in Sachen Kampfkarten verlassen kann. Lamm und dich nach dieser langen Vorrede etwas rumzuführen. Drei blauen TÜV vor dir führen zu Ausstellungsräumen für Kampfkarten. Von links nach rechts zeigen sich Standardkarten, Scherenkarten und Dingskarten. Wenn du eine Karte besitzt, die du spenden könntest, leuchtet der Stern über der jeweiligen Tür. Betritt einfach einen Raum und folge den Anweisungen des Torts, um eine Karte zu spenden. Weiter geht's. Die rote Tür zu deiner Linken führt zur Gemäldegalerie. Je mehr Karten du spendest, umso mehr Kunstwerke können wir hier hinzufügen. Die grüne Tür zu deiner Rechten schließlich führt zur Audiothek. Sobald du einen Ort komplett wieder eingefärbt hast, wird die Audiothek um eine neue Musik erweitert. Informationen erhältst du vom Kunstkenner in der jeweiligen Ausstellung. Und ich kann dich über den Stand der Gesamtkollektion informieren. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Pass gut auf dich auf. Oh ja, du hast guten Gebrauch von deinem Habhaber gemacht, nicht wahr? Ja, denke nicht, dass uns das nicht aufgefallen wäre. Dank deiner Bemühungen waren wir in der Lage, unsere Audiothek um zusätzliche Musikstücke zu erweitern. Audiothek. Ey, jetzt ist mal Bassbox hier. Schmeiß mal was an hier. Morensee. Ausschnitt, Dingsquetscher, Beat 1. Okay. Macht der Auserwählten. Wo kam die Musik jetzt nochmal vor? Ach so, bei den Toten, ne? Bei den einen Ausschnitt? Ach so. Morensee? Ist das... Ja genau, das ist das, was wir zu 100% geschafft haben. Also wenn wir jetzt eine Welt, also ein Level von... vollständig entfärbt haben, kriegen wir dazu das Musikstück. Okay. Okay, das haben sie also auch integriert. Es gab nämlich auch ein Paper Mario Stickers da. Huh. Schön. Das kann man sich geben. Okay. So. Dann würde ich sagen, schnielen wir mal ab. Und gehen dann weiter zur Zurbucht. Los geht's. Die haben wir ja schon länger freigeschaltet gehabt. Durch den Secret Exit. Oh, schöne Musik. Ups. Hey Mario. Wir bereiten uns hier in der Azubucht auf das Ozeanfest vor. Wie der Name schon leicht andeutet, feiern wir dabei den Ozean und lassen die Seeko fliegen. Das wird die totale Party. Ozeanfest? Die Farbsteine sind weg und ihr schmeißt eine Strandparty? Naja, so sind sie, die Tods. Ich vermisse sie, um den Prismatron tanzen zu sehen. Wenn in Port Prisma hier wieder eine Tortparty steigen soll, müssen wir die großen Farbsteine finden. Ihr Nazi-Buch muss irgendwo ein kleiner Farbstein sein. Am besten sehen wir uns mal ein bisschen um. Hm. Musik. Schöne Musik. Hui. Was stapelt aus? Immer langsam machen. Wir stehen hier seit gestern Abend an. Hier wird nicht vorgedrängelt. Hinten an Stein.
Willkommen im Ozean, hier geht's lang. Oh, schade, ich dachte, ich könnte ein bisschen stänkern. Nun gut, nein! Aber ey, hier ist da bestimmt was. Okay. Geld. So farbenfroh alles, ja. Was hast du nur zu sagen? Dieses Ozeanfest da beginnt bald. Das ist sicher toll, wenn man sich was aus solchen Veranstaltungen macht. Okay. Ah. Wollte schon sagen, wie kommt man denn da ran? Seriensprung? Oh, das ist cool. Das ist ein cooles Item. Oh, jetzt haben wir ein massives Secret gefunden hier. Ja. Ich drehe noch durch. Wo ist der nur? Das heißt, es ist, dass ein legendärer Pirat in dieser Höhle seinen Schatz versteckt hat. Ich habe hier schon alles nach einem versteckten Schalter oder sowas abgesucht, aber der Schatz ist wohl auch noch nur eine Legende. Also hier kann man auch nichts machen. Das ist interessant. Schauen wir mal hier. Unglaublich. Das sieht so schön aus. Was für eine Aussicht. Entschuldigung, aber ich hatte echt noch nie die Gelegenheit, diesen Teil des Meeres zu sehen. Wirklich toll. Zu blöd, dass ich gerade nur ein Stück Papier bin. Sonst würde ich garantiert mal reinspringen. Tja. Hoppala. Nein. Hier sind noch ein paar Flecke. Ups. Inventar leider voll. Naja, dann ist es halt so. Werden wir sowieso früher oder später wieder auf verballern. Hier soll irgendwo ein Schatz sein. Die Liane. Ah. Na, das ist doch mal. Das ist eine schöne Ausbeute, finde ich. Gut, die Kopie, die will ich mir gerne mal mitnehmen. Ich schmeiß mal einfach meine Eisblume weg. Okay. Es war ein Geräusch, als hätte sich eine Wand geöffnet, aber wer Schützen finden will, darf sich nicht ablenken lassen. Ja, dann zoom mal weiter, mein Freund. Ja. Und jump! Das hat noch nicht angefangen, das Fest. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Dieser blaue Tür ist mal wirklich cool.
Er will ans Ende der Welt segeln und das in dieser Nussschale. Ich frage mich, wie das Ende der Welt wohl aussieht. Hat man da eine tolle Aussicht? Und wenn ja, worauf? Ruhe, es geht hier nicht darum, cool zu sein oder einen schönen Ort zu finden. Ich mache mich auf diese lange, beschwerliche, potenziell nicht nur nervenzerreißende Reise, um meine Bestimmung zu finden. Klingt nach einer ausgewachsenen Sinnkrise. Aber wenn du mit dem Kahn aufs offene Meer rausschipperst, hast du bald eine Sinnkrise. Hey, das Ozeanfest fängt gleich an. Kommt mit. Oder auch Zeit. Auf geht's. Wir gehen uns amüsieren. Viel Spaß mit deinem Boot, Todd. Boot noch. Ozeanfest. Ich habe keine Zeit für eure albernen Feste. Meine Bestimmung ruft. Auf zum Ende der Welt. Meine Bestimmung wartet. Okay. Ey, habe ich da gerade einen Schiebschieb gesehen? Es sieht so schön aus. Es spielt sich sehr schön flüssig. So. 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 Einmal, zweimal bereit. Hoppala. Ja. So. Okay, jetzt komme ich hier rein. Oh, Schiebschiebs. Okay. So. Bereit, aufladen. Zack. So. Okay. Ich will jetzt aber nicht nur die Stiefel die ganze Zeit verballern. Okay. Das war eine Sandburg, okay. Hüpfpushen. Zum Ozeanfest geht's hier entlang. Aber Vorsicht, die Schiebschips sind auch ganz schön aus dem Häuschen. Das merke ich. So, so. Wie verkacke ich das gerade jetzt? Das ist ein bisschen doof. Aua.
So, das reicht. So. Juhu. K.O. Hammer. Und ein nächster Kampf. So. Haben wir hier noch so einen ollen Hammer? Okay. Nice, prima. So. Reicht nur ein Angriff? Zack. Juhu. So. Okay. Nein, 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 nein. Nach der Brücke kommt der Ozeanfestplatz, auf dessen Bühne diverse Veranstaltungen stattfinden. Und sein Fest in Azurbucht. Wuhu! Die guten Plätze kann man sich gar nicht früh genug sichern. Das Ozeanfest ist für mich das Sankenes des Jahres. Eigentlich komisch, denn ich mag das Meer nicht besonders und ich hasse Feste. Das Beste am Ozeanfest sind die Veranstaltungen hier auf der Bühne. Willkommen beim Ozeanfest, Mario. Gleich findet hier auf der Bühne ein super spaßiges Spiel statt. Dafür brauchen wir noch einen Freiwilligen. Mach mit, das wird lustig. Muss ich doch, fangen wir an. Ein herzliches Willkommen für Toad und die Toads. Und das erste Programmpunkt ist Pilzsuche. Toad und die Toads verstecken sich hier in der Nähe und Mario muss sie finden. Die Zeit läuft. Okay, einen sehe ich schon mal. Da oben auf der Bahn war es richtig heiß. Man macht sich nie Gedanken darüber, aber als Kokosnuss hat man es wirklich nicht leicht. Meine Augen sind fest verschlossen, damit kein Sand reinkommt. Ich sehe überhaupt nichts, aber dadurch wird mein Gespür für peinliche Situationen nur feiner. Du hast mich gefunden, oder? Warte mal. Willkommen, willkommen. Vermisst du dich beim Ozeanfest? Vermisst du dich beim Ozeanfest? Um.
Okay, Kampf. Kampf. Du bist jetzt zwar nicht gerechnet, aber wegen meiner. So, warte mal, dann müssen wir mit dem Sprung agieren. Das hilft uns nix. Okay. Juhu! Müssen wahrscheinlich dahinter, oder? Nicht? Ja, irgendwie müssen wir doch dahinter. Ah, so. Kann man den Grünen jetzt ansprechen? Okay. Okay. So. Nice. Hat sich bestimmt ihn als normaler Tod ausgegeben hier, oder? Gut. Wo sind die anderen? Ah, hier, guck mal. Da ist noch einer. Und da ist der nächste. Okay. Ich habe mich versteckt und plötzlich ist die Muschel zugeklappt. Okay. Die Muschel sieht seltsam aus. Freifahren, Spitzentipp für Spitzsucher. Also, der Trick ist zu suchen. Ja, gut. Prima, du hast Tod und die Tods gefunden. Du hast die Pizza gewonnen. Danke fürs Mitmachen. Jetzt kann es weitergehen mit der Hauptveranstaltung. Du bist doch wieder mit dabei, oder?